ich stücke immer auf die falsche Taste. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Moti-Stream, Leute. Was geht? 3 Tage in Folge Moti. Ist das zu fassen? Das ist ja ein neuer Highscore. Was geht, Leute? Guten Abend, King Brot. Und guten Abend, Aki Fuchs. Schön, dass ihr beiden eingeschaltet habt. Schön, dass ihr da seid. Das ist ein Traum. Das glaube ich euch doch direkt. Was geht, Leute? Ich habe es geschafft. Ich bin heute, weiß ich nicht, wann bin ich heute Morgen aufgestanden? Um 8 Uhr aufgestanden. War dann beim Zahnarzt. Dann war ich hier am Computer und habe mich ein bisschen berieseln lassen. Heute habe ich nicht gearbeitet, Leute. Heute nicht. Ich habe ja noch Zeit. Ich habe ja noch bis zum 4.2. Shorts. Und dann war ich eben in Therapie und so. Und das ewig. Von 13.30 Uhr bis... Ich bin eben erst nach Hause gekommen, habe meine Haare gewaschen. In dem Licht sehen die immer so leer aus. Und hier ist schon wieder so ein Dings. Oh je, ich werde alt. Und jetzt bin ich online, Leute. Was geht? Ich werde heute hoffentlich dieses wunderbare Spiel zu Ende spielen. Guten Abend, Herr Moti. Guten Abend. Was geht? Heute ist Freitag, ne? Heute sind nicht so viele Leute wahrscheinlich da. Aber egal, machen wir einen entspannten zusammen. Machen wir einen gemütlichen. Muss man auch mal machen, einen gemütlichen. Darius ist wahrscheinlich am Schlafen, sonst wäre der hier. Aber der hat mir schon vorher geschrieben, dass er am Schlafen ist. Und sonst, warte, Mike hat mir gestern geschrieben, ich soll ihn persönlich anschreiben, wenn ich live gehe. Dann schreibe ich ihm jetzt mal persönlich an. So. Wir müssen ganz kurz Vorbereitung machen, Leute, hier. So. Der hat mir auch irgendwas geschickt, aber da kann ich jetzt nicht drauf eingehen. Desi muss man auch immer persönlich anschreiben, der wollte das auch. Ja, und der Rest, der kriegt schon Benachrichtigung. Heute ist mein letzter Tag, ja, Mann. Deswegen bin ich auch gerade online, weil ich werde wahrscheinlich die nächsten Tage nicht online sein. Lost in Space, Mike, was geht? Guten Abend, schön, dass du da bist, Brudi. Würde dann Herr Moti streamen, dann könnte ich immer dabei sein. Wenn du frei hast. Aber eigentlich, das ist eigentlich... Ja. Das, was? Aber eigentlich haben wir ja nicht vor, dann zu streamen. Also ich. Die nächsten Tage wird sowieso erstmal schwierig, weil halt Aki hat Geburtstag und dann wahrscheinlich 20., 21., 22., da wird das nichts. Vielleicht komme ich danach wieder online, Leute. Vielleicht. So. Dann fangen wir heute mal direkt an. Es sind ja heute nicht so viele Leute zu begrüßen hier. Dann können wir auch direkt anfangen und dieses großartige Spiel weiterspielen. Ich gucke mal kurz, ob meine Regler alle hier sind. Ja. Was ist ein Video-Capture-Device und warum hat das keinen Ton? Das ist neu, das war gestern noch nicht da. Naja. Ist King Brot noch da, oder? King Brot, du musst F5 drücken. Er hat gehypt? Ach, logisch. Okay. Ich dachte, du hättest nicht ihr Dings. Ja, ja. Ich halte für grenzdebil. Okay. Okay, gehen wir direkt rein. Kleiner Joker am Rande, King Brot. Ich hoffe, das kannst du verkraften. Küsschen. Küsschen geht raus. Aufs linke Nüsschen. Dachte, ich wollte einfach wieder vergessen. Okay. Da sind wir wieder, Leute. Bin ich heute heller als die letzten Tage? Meine Kamera hat immer eine andere Einstellung, obwohl ich immer dieselben Einstellungen reinmache. Ja, schwierig. Ich möchte dich auch viel lieber in Real Life sehen. Achso, das ist ja schwierig. Wir haben viel vor. Genau. Stimmt. Und danach gehen wir noch auf den Geburtstag und sowas. Heute ist wahrscheinlich... erstmal der letzte Tag in Folge, den wir streamen werden. Aber so ist das. Leute, ich war heute beim Therapeuten. Ich hatte ein super Gespräch. Ich empfehle jedem, dem es nicht gut geht, mal zur Therapie zu gehen. Aber es ist auch schwierig. Man muss auch die richtige Person finden. 96 Chili, was geht? Willkommen zurück. Ich bin's auch mal wieder am Streamen.
3 Tage in Folge. Ich betone es gern 20 Mal, denn das ist ein Highlight. Die Kamera war früher mal hier, ne? Dann bin ich auch mehr in der Mitte, das macht viel mehr Sinn. Gut, dass wir die letzten 2 Tage, dass ich die letzten 2 Tage hier war. Naja. Okay, hier sind wir wieder. Wir nehmen unsere Waffe. Das haben wir ja gestern alles gelesen gehabt. Mal schauen, was heute Nettes in diesem Spiel passiert. Frechheit. Ey, ey. Ich hab nichts gemacht. Ich hab gar nichts gemacht. Nur eine Bier getrunken. Ja, deine Kamera sieht anders aus. Tut sie das? Okay, wartet kurz. Dann gehen wir kurz zusammen in die Kameraeinstellung. Und was? Warum ist die Verstärkung auf 81? Daran liegt es. So. Wenn ich sie auf 26 mache, so wie gestern, warum ist da ein Weißabgleich da? Warum ist da ein Häkchen drin? Es funktioniert mal wieder gar nichts hier. So. So. Bisschen dunkel, oder? So. Tippitoppi, das nehmen wir einfach. Das sieht doch einfach fresh aus. Ich bin Technikexperte. Vielleicht Technikfragen? Motifragen. Sag ich immer. Dann gucken wir mal, wie wir hier vorbeikommen. Das Spiel hat mich gestern so fertig gemacht, ne? Aber jetzt habe ich wieder einen frischen Kopf. Okay. Aua. Diese Warum? Was ist, das macht mich jetzt schon wieder fertig. Ich glaube, das ist das Endgame hier. Wie sollen wir da durchkommen? Ich muss mir eigentlich den Weg merken. Ich muss jedes Mal durchrennen, den Weg merken, sterben, den wieder durchrennen. Sind das Köpfe? Ich weiß nicht, was das ist. Das sind irgendwelche... Gucken wir die gleich mal an. Erstmal die Knarre. Wo waren wir gestern eigentlich? Wir haben das bis zum Ende gespielt, wurden umgebracht. Dann sind wir ins Haus gegangen. Dann wolltet ihr wolltet das, wolltet, dass ich ans Telefon gehe. Dann wurden wir in eine andere Dimension geschickt. Dann hat der Doggo uns erzählt, dass er nach uns auch in dem Haus war und auch ein Portal genommen hat. Den Rest habe ich vergessen. Kannst du den nicht erschießen? Ich habe das gestern schon mal versucht, diesen Fang nur Feuer. Ich probiere es mal nochmal. Man kann auch nicht zielen, ich kann nur so machen. Komm her. Jetzt haut er ab, oder? Tatsächlich, okay, danke für den Tipp. Wenn sie brennen... Oh, 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 oh. Oh nein. Zielen muss ich auch nochmal lernen. Und jetzt? Das sind irgendwelche Dinge. Komme ich da vorbei? Aber nein. Nein, sie kommen doch mir hinterher. Was? Hilfe! Er hat mich durchgepusht, er hat mich durchgebackt. Oh mein Gott. Nein, da ist noch... Wozu sollte es sonst eine Waffe geben? Ich glaube, für später, wenn wir da dran vorbei sind. Da stand, ich soll meine Ammunition gut benutzen, weil es gibt fast keine. Das Spiel ist das erste Mal schwer. Da sind wir wieder. Wie soll ich hier durchlaufen? Du spielst Just Chatting? Ja. Ich spiele Just Chatting. Das Spiel kennt keiner. So welche Spiele muss man auf Just Chatting spielen? Ah! Okay. Ich muss einfach weit genug von ihnen weg sein, denn dann verfolgen sie mich nicht. Hey! Genau so nicht. Nein, nein, aua. Okay, okay, okay. Bitte. Nein, ich knall dich ab. Nein, nein, da kommen noch mehr. Aua. Ich glaube, das Schießen bringt nichts. Die verfolgen mich trotzdem, wenn sie mich sehen.
Oh mein Gott. Wie soll ich das machen? Ich find's auch ein bisschen schade, dass Luke die letzten 3 Tage nicht da war, weil er hat sich das Spiel gewünscht. Aber naja, er kann es ja auf meinem VOD-Channel nachgucken. Hey, mein Hübscher. Hey, mein Süßi. Guten Abend, was geht, Mann? Ich hasse die Frage, was geht, und ich frage sie trotzdem. Doppelmoral mal wieder hier, Doppelmoral-Moti. Guten Abend, Diggi. Was geht, Chris? Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag. Oh nein. Es ist wieder vorbei. Obwohl, sie haben mich durch... Sie haben mich hier reingebuggt. Verstecken, als sie dich gesehen haben, gab es ein Geräusch und sie haben dich verfolgt. Verstecken? Aber ich kann mich ja nicht verstecken, das sind ja Gitter. Und die sehen mich auch durch die Gitter. Ich versuch's. Ich versuch's. Ein weiteres Mal, ein weiterer Gun. Kann ich mich hinter den Dingern hier verstecken? Vielleicht kann ich das. Wo sind sie? Nein, 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 die sehen mich trotzdem. Nein, Hilfe! Wenn ich hier bin, sieht er mich trotzdem. Okay, ich muss weg. Wo lang muss ich rennen? Ich laufe mal nach hier hinten. Ich habe mir auch nichts gemerkt. Oh, 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 da kommt einer. Das ist Pac-Man 3D, Leute. Nein, 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 ihr seht mich nicht. Oh nein, sie kommen her, sie kommen her. Okay, nein, nein, sie kommen nicht. Doch, da ist einer. Hilfe. Hilfe, jetzt kommen sie von allen Seiten. Nein. Das... Nein. Nein. Ich springe in den Tod. Ich habe damit nichts zu tun. So lang ist das. Please help me. Hab mir eine Pizza in den Ofen geschmissen und zocke gleich wahrscheinlich etwas Tarkov. Mal wieder. Dann wünsche ich dir viel... Was? Da wünsche ich dir viel Spaß bei. Dann habe ich keine Ahnung, ich auch nicht. Aber vielleicht helfen dir die Platten ja. Vielleicht sind sie wirklich zum Verstecken oder sie zeigen dir den Weg. Oder das ist Deko. Ja. Denke aber erstmal den Stream angucken. Ich hoffe... Also danke. Ich hoffe... dass der Stream heute auch irgendwann zu Ende ist. Aber so wie das hier aussieht... werde ich heute sehr viele Stunden gepeinigt werden. Ich habe nämlich heute eigentlich wieder Raid. Zumindest vielleicht. Ich habe mich selbst auf die Bench gesetzt. Wenn sie mich brauchen, habe ich Raid. Wenn nicht, dann nicht. Da ist was. Das Emanation. Muss ich die doch abknallen? Die brennen ja auch. Vielleicht muss ich die öfters abknallen. Okay, gehe ich erstmal hier lang. Dann hier, dann schön rechts bleiben. Okay, rechts geht nicht. Okay. Oh, sie gehen tot. Sie, oh mein Gott. Einfach mal zweimal anschießen. Wow. Wow. Was ist das? Take the house key. Nice. Wow. Das ist mal wieder ein richtiger Philipp-Moment, ey. Schön. Okay.
Ich dachte, die wären One-Hit. Weiß ich. Oh mein Gott, wie viele sind das denn bitte? Die kommen von allen Seiten. Spawnen die ganze Zeit neu? Ich habe keine Ammo mehr. Hä? Ich glaube, die kommen aus diesen Dingern raus. Oh nein. Oh nein. Kingbrot sagt, renn um bei Leben. Ja, ich hab's versucht. Es könnte so einfach sein und wir philosophieren hier über Platten. Ja. Ich hab auch am Anfang, da musste ich die ganze Zeit so einen Weg entlang laufen und da war ich noch ganz wackelig auf den Beinen. Und es hat so lange gedauert, dass ich irgendwann angefangen habe, darüber zu philosophieren, ob ich wieder zurücklaufen soll, ob ich glaube, das Spiel das von mir möchte oder ob das Spiel möchte, dass ich manchmal in den Tod falle. Weil es einfach so lange gedauert hat. Hauptsache alle Gedanken machen, die es gibt, aber nicht die richtigen. Hab Max gesagt, dass du am Streamen bist. Eventuell kommt er mal rein und sagt Hallo. Ist Max der Xukuna? Lurk, ich bin voll nervös wegen meinem neuen Upload. Gesicht zeigen ist mir noch neu. Muss mich erstmal mit Musik beruhigen. Okay, Brudi, okay. Dann hört ihr ein bisschen Musik an und Lurk ein bisschen. Muss ich mir später mal angucken. Ist das das, was du mir geschickt hattest? Genau, Xukuna. Ah. Der Xukuna. Bei dem war ich auch lange nicht mehr im Stream. Aber ich guck auch eigentlich kaum Twitch. Eigentlich gar nicht. Ich habe ihn ab und zu online gesehen, aber ich hatte nie wirklich Zeit, weil ich halt, wenn ich auf Twitch bin, dann muss ich halt irgendwas einstellen. Aber... ich nutze meine Ammunition sehr weise, ja? Ich verschwende hier gar nichts. Ey! Oh mein Gott, ich habe keine Ammo mehr. Ich muss hier schnell nach rechts. Ich schieße mir den Weg frei. Ah! Nein, oh oh, oh oh. Dreh dich um. Schieß! Ah, 96 Chili hat 25 Happelbälle. Das wird ewig nicht bei Ei gelöst. Die brauchen wir kurz. Kurz mal Sport, damit wir wieder frische Gedanken haben. Wie soll ich das bitte jemals machen? Das Spiel fuckt mich gerade so. Okay. Okay, 25 Hampelmänner. Nur. Ja. Mein Headset einfach mal aufzubringen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Was haltet ihr irgendwann, dass ich die ganze Zeit aus dem Bild springe? 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ah. Kingbrot sagt Erdbeben bei Moti. Arme gerade zur Seite und Füße dich kreuzen, Moti. Ansprüche gibt es hier nicht. Hier gibt es Sport auf Moti-Art, ja? Seid froh, dass ich überhaupt Sport mache, Leute. Seid froh, dass ich überhaupt Sport mache. Der Sport im Stream, ich bin froh, dass es lange nicht mehr eingelöst wurde, ist der einzige Sport, den ich in meinem Leben tue. Ja, das ist das Short, davon gibt es natürlich auch eine Vollversion. Auf deinem Kanal, da gucke ich später rein, Brudi, da gucke ich später rein. Erdbeben bei Moti immer. Der Nachbar kommt gleich wieder. Und nicht schon wieder wie im 85-Stunden-Stream. Hilfe. Kingbrot hat 50 Hampelmänner erhalten. Danke, dass ihr euch so um mich sorgt, meine Freunde. Vielen, vielen Dank. Beim nächsten Mal wird's besser. Nächstes Mal ist schon da. Moin, Meister. Guten Abend, Max. Ich kenne deinen Namen. Ich hab dich gestalkt, Brudi. Ich weiß, wo du wohnst. Ich weiß, wie du heißt. Ich weiß, was du gestern gegessen hast. Okay, nein. Chris hat gerade deinen Namen geschrieben.
Hampelmänner noch. Oh. Kingbrot sagt, Hampelmänner sind richtig und wichtig. Dann schalte ich euch mal ein bisschen Musik ein, ja? Damit wir auch Action haben. Hören wir den Song, den ich seit 3 Tagen in Folge immer als erstes spielen lasse. Das ist so ein guter Song, Leute. Er thematisiert nämlich ironisch, wie viele Menschen denken. Nämlich ziemlich eingeschränkt. Okay, dann machen wir mal 50 wunderbare Hampelmänner. Eins, zwei, drei. Hier, ich zieh mal die Schuhe dabei aus, damit ich den Nachbarn nicht abfacke. Ich hab nämlich Hausschuhe an. Okay. Ich mach mal von vorne. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 50 Hampelmänner sind echt viel. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Ah, Leute, ich hab's geschafft. Du hast dich verzählt, 20 extra. Das glaube ich euch nicht. Hier sind ja richtige Bootcamps-Vibe mit der Musik. Ja. Ich muss in den Krieg ziehen, Leute. Na klar sind wir für Frieden, aber erst müssen wir gewinnen. Natürlich. Erst müssen wir gewinnen. Ah. Leute, was macht ihr mit mir? Ah. Ich habe versucht diesmal, meine Arme gerade zu machen und meine Füße nicht zu umkreuzen, ja? Ha! Das war doch wunderschön. Nach 50 Hampelmänner tot, aber in den Krieg ziehen. Ja. Ja. Zum Glück will ich nicht in den Krieg und würde auch niemals dahin gehen. Gibt's hier auch Liegestütze? Nicht mehr tatsächlich. Weil das letzte Mal, als ich hier Liegestütze gemacht habe, hatte ich danach, ist mir, weiß ich nicht. Ich hatte auf jeden Fall hier auf der Schulter eine richtig fette Beule, die richtig wehgetan hat, wenn man sie bewegt hat, berührt hat. Ich habe gehört, Muskeln können nicht rausspringen, aber irgendwas ist da ja rausgesprungen, keine Ahnung. Und dann war ich erst mal eine Woche krank, das kann ich nicht machen, da ist mein Körper zu alt mit seinen 24 Jahren. Ah. Einmal im Stream passiert, seitdem hat er den Ruf, der arme Typ. Was meinst du? Calcifer kontrolliert dich. Er guckt süß, oder? Er ist einfach ein Süßi. Es gab mal Liegestütze, aber aus guten Gründen wurden die abgeschafft. Genau. Genau. Ah. Ziele muss man sich setzen. What the fuck, Junge, dann mach Reibeliegestütze, die für Mädchen. Aber das Enya hat nichts an meinen Schultermuskeln. Die sind halt komplett hinüber. Dadurch, dass ich halt eine halbe Psychose hatte für ein paar Jahre. Weil ich immer alles angekniffen habe. Okay. Das ist eine gute Frage. Dann machen wir weiter mit unserem Spiel. Ah. Der Nachbar. Ach so. Ach so, der Nachbar. Ja. Einmal hat er sich im Stream beschwert. Oh mein Gott, ist das laut. Einmal hat er sich im Stream beschwert, jetzt ist er der Nachbar, der sich immer beschwert. So ist das halt. So ist das halt. Auf meinem Kopfhörer ist das viel zu laut. So. Aber ich glaube, für euch ist das normale Lautstärke. Erstmal, nachdem ich Sport gemacht habe, wieder was Schlechtes für den Körper tun und den guten, ranzigen Penny-Eistee trinken. No Product Placement, Leute. Ich trinke dieses Produkt,
Mit Liebe. Das war amüsant. Ich fühle mich sehr gut unterhalten beim Essen. Dankeschön. Dankeschön. Das ist doch alles, wofür ich hier bin. Um euch bestmöglich mit meiner Albernheit zu... Ja, das halt. Das eine halt da. Dieses da. Dieses Unterhalten da. Ja. Pfanne-Eis die beste. Ja, ist schon geil. Mag ich auch gerne. Zumindest Kirsche und Waldbeere. Mal dies, mal das. Ist immer so, kommt immer drauf an. Aber wenn man davon zu viel trinkt, ich hole mir halt, wenn es im Angebot ist, immer so viel davon. Und danach habe ich auch erstmal keinen Bock mehr darauf. Aber ich habe allgemein auch angefangen. Leute, kann man nicht fassen. Der Moti ist am Wandeln. Ich bin ein wandelnder Moti. Ich wandel und ich wandel. Ich habe jetzt angefangen, Wasser zu trinken. Ja, das sieht nicht ganz danach aus, weil wir nach Rewe müssen, aber ich habe in den letzten ein, zwei Monaten so viel Wasser getrunken. Ich habe 23 Jahre, 24, wie alt bin ich? 24 Jahre kein Wasser getrunken. Leute, langsam geht's wie eine Rolltreppe nach oben mit mir. Diese Scheißdinger. Werde ich dieses Level heute... Die kommen auch immer so aus dem Nichts. Was soll denn das? Nö. Oh oh. Nein! Wieder verschossen. Jetzt habe ich nur noch zwei Schüsse. Wohin soll ich? Ich laufe immer hier lang, ne? Das ist der falsche Weg. Aber hier ist... Hier ist der Schlüssel, den muss ich holen. Okay, ich hole gleich erst hier den Schlüssel und dann gehen wir nach ganz links. Ich glaube, ich muss nach links. Von den billigen ist der von Edeka am besten. Ich bin auch Team Eistee. Der von Edeka? Soll ich mal probieren. Ist das nicht der hier, den sie auch bei Edeka haben? Mir schmeckt der Eistee irgendwie nicht mehr. Das kann ich auch verstehen. Seitdem ich Wasser trinke, schmeckt mir der tatsächlich auch nicht mehr. Das fühlt sich an, als wenn man sich damit verpesten würde. Aber ich habe hier noch 24 Jahre getrunken. Nee, ich habe ganz lange Cola getrunken. Ich hatte eine Cola, also ich habe irgendwie 17 Jahre Cola getrunken. Dann hatte ich meine Zeit, wo ich nur Energy getrunken habe. Das war auch nicht so gesund. Da habe ich meine Füße verloren und konnte die für ein paar Monate nicht mehr hochheben und nicht mehr benutzen. Das war sehr lustig. Ich bin froh, dass ich meine Füße wieder habe, Leute. Das war wirklich... Ich wusste nicht, ob ich die jemals wiederbekomme. Ich war im Krankenhaus und die konnten mir nicht helfen. Die haben mir so ein Dings gegeben, dass das immer hochgehoben wird. So eine Schiene, die das immer anhebt. Und ja, irgendwann haben sie wieder funktioniert. Zum Glück. Dann habe ich ganz viel Orangen... Ja, Fanta halt. Fanta im Billig getrunken und dann habe ich ganz viel Eistee getrunken. Denn mit den Jahren kann man nicht mehr so viel Sprudel trinken, Leute. Und jetzt versuche ich gerade auf Wasser umzusteigen. Aber wenn ich viel Wasser trinke, merke ich, wie ich einfach unbedingt manchmal Zuckerwasser brauche. Ich war letztens extra bei der Apotheke, genau. Ja, ich war bei der Apotheke. Ich war letztens extra bei der Tankstelle, nur... um mir Cola zu holen mitten in der Nacht, weil ich so unbedingt Zuckerwasser brauchte. Glauben Sie, dieser Junge ist süchtig? Ich glaube nicht. Ich habe keine Drogenprobleme, bitte glaub mir. Rauch-Eistee beste kenne ich nicht, habe ich noch nie getrunken. Oder kommen die aus den Platten, vielleicht beschützen dich ja die kleinen Feuer. Glaubst du, wenn ich die da durchziehe, dass die dann anfangen zu brennen und sterben? Das könnte auch sein. Ey, du da. Ey, okay, okay. Ah, ich bin hängen geblieben. Komm mal her. Komm mal her. Nee, die können da einfach durch. Ist heute auch ein Raid. Ich bin nur auf Bench. Vielleicht habe ich einen Raid. Ich habe Asu geschrieben, also meinem Gildenleiter. Ich bin online und wenn sie mich brauchen,
dann soll er mir bitte in den Stream-Channel schreiben. Und ansonsten haben wir unendlich Zeit, die wir wahrscheinlich auch brauchen, wie man hier sieht. Ich muss mal kurz hier schreiben, kurz. Kingbrot sagt spontaner okay. 24er. Spontaner 24er? Es kommt mir so vor, als würdet ihr das öfters fordern. Ich glaube aber eher, nein. Und mit eher meine ich, nein. Aber du brauchst erst neue Ammo und dann zum Schlüssel. Wenn ich mit der Ammo mal auskomme, wäre das auch gut. Weil am besten wäre es ja, wenn ich alle abknalle und mir dann erst neue Ammo hole, weil die ja komplett auffüllt von 0 auf 8. Deine Füße vom Energy? Was? Habe ich nicht richtig gehört? Doch, doch. Ich habe halt die ganze Zeit Energy getrunken, habe die ganze Zeit gesessen und dadurch ist halt, ja, kaputt gegangen. Weil die Durchblutung da nicht mehr richtig funktioniert, oder weiß ich auch nicht. Heute ist Gegenteiltag. Es ist immer Gegenteiltag, wenn es gerade jemand braucht. Der Billo Ice-Tea von Kaufland ist schrecklich. Da hat man danach gleich komischen Grind auf der Zunge. Ich verstehe, was du meinst. Den habe ich auch ein bisschen getrunken. Das stimmt. Ich bin extra immer nur für den Eistee nach Penny gegangen und habe alles andere bei Kaufland gekauft. Das ist das Einzige, was ich bei Penny eigentlich kaufe, den Eistee. Also ist dein Boss? Nice, ja, also ist mein Boss. Der sagt mir, wo ich stehe und wo ich laufe. Oder die Feuer sind Wegweiser. Das ist da. Ihr kleinen Backseat-Geiber, ihr könntet recht haben. Wir brauchen auch viel Wasser, ein bisschen Saft und Softgetränke. Ja, Hauptsache 1,5 Liter Wasser am Tag und dann kann man auch ein bisschen Saft trinken und dann kann man noch einen halben Liter Zuckerwasser trinken. Es geht ja nicht darum, dass ich nur noch Wasser trinke, aber dass ich überhaupt anfange, viel Wasser zu trinken. Leider geht das nicht. Herr Moti muss schlafen, da wir morgen Abend um die Häuser ziehen, Kingbrot. Das ist true, denn morgen feiern wir in Akis Geburtstag rein. Nee, erzähl mir sowas nicht, ich trinke täglich meine Energy. Aber du trinkst ja nicht literweise Energy am Tag. Jetzt muss ich googeln. Oh je, Angst gemacht. Ich glaube, ein Energy am Tag ist auch nicht gesund, aber ist, glaube ich, schon okay. Da verliert man schon nicht. Da kriegt man schon keine... Ich glaube, es war halt sowas ähnliches wie Thrombose. Oh boy, noch ein TTS, der sehr billig ist und noch nicht voll für den Monat. Was geht? Guten Abend, Durdin. Das ist tatsächlich der Free-TTS, aber der funktioniert nur, wenn du Ko-Fi hast. Deine Punkte wirst du nicht zurückbekommen. Wir haben hier nämlich eine kleine Zwei-Klassen-Gesellschaft. Aber ich mache jetzt nicht wieder Werbung. Heute ist werbefreier Tag. Alkohol, nix gut diese. Nein. Saft, wir trinken nur Saft. Der funktioniert nicht, ich habe den abgeschalten. Gibt keine Werbung hier. Aber bestimmt nicht nur Energy. Genau das, was ich gefragt habe. Aber es ist mein Geburtstag, da darf man eine Ausnahme machen. Sagt hier, ich gehöre zur ersten Klasse. Orangensaft trinken, das stimmt. Kingbrot sagt Orangensaft. Da kommen die beiden Ko-Fi-User. Die beiden haben tatsächlich den Free-TTS-Pass. Die Süßis. Die schenken mir einfach ihr Geld. Könnt ihr euch das vorstellen? Mir Geld geben, damit ich streame. Ich streame auch so, aber damit ich streame. Leute. Wir leben in einer verrückten Welt. Ich kann es auch nicht fassen. Verrückt. Okay, jetzt muss ich mal 3 Sekunden konzentrieren. Und dann gucke ich direkt wieder in den Chat. Ich habe meine Ammunition. Jetzt gehe ich nach rechts. Ah! Ich knall euch alle ab!
Er ist schon abgehauen, aber ich musste Rache üben. Okay, und jetzt laufe ich. Nein, oh, das ist zu schwer. Was soll ich denn machen? Wenn ich in 1-2 Stunden immer noch hier bin, sollten wir dieses Spiel abbrechen. Abgehoben. Aber ist okay. Ich enjoy dich trotzdem. Ich werde auch ein kompletter Durdin-Enjoyer. Was geht, Durdin, Mann? Küsschen aufs Nüsschen. Wir enjoyen uns alle gegenseitig. Du darfst mein ganzes Geld haben. Dankeschön. Danke. Ich werde es gut verwenden, ja? 1-2 Stunden. Starke Geduld. Ich habe einen 85-Stunden-Stream durchgezogen. Ich bin ein sehr geduldiger Mensch. Ich habe mit meiner Mutter zusammengelebt. Leute. Ihr kennt die nicht. Wenn ihr... Stellt euch den schlimmsten Terror vor, den ihr kennt. Oder den ihr euch vorstellen könnt. Aber das Fass mache ich jetzt gar nicht auf. Ich wollte gerade eine Anekdote geben, aber das wäre alles zu privat. Über mich rede ich viel. Ich bin ein halbes offenes Buch. Aber darüber kann ich nicht reden, andere Leute benennen müsste. Sagt, bekommen wir heute noch qualitatives Gameplay hier geboten, Weibelsam? Ich weiß nicht. Ich glaube eher nicht. Wenn man seine Mom 18 Jahre überlebt hat, hat man sein Geduldslevel gut gesteigert. Ja. Ich habe heute auch in der Therapie drüber geredet. Ich habe mal über erzählt, wie schlimm es war. Ich bin ein starker Junge, Leute. Ich bin ein starker Junge, ja? Das hätten die wenigsten ausgehalten. Aber ich bin jetzt hier. Gestärkt für euch im Internet live für eure Unterhaltung und tue in meinem Leben mal etwas, was mir extrem Spaß macht. Und dass es so krass von euch angenommen wird, alles geschafft. Küsschen geht raus, Leute. Schleim vorbei, ja? Hier im Stream wird es immer leicht deep. Wir sind immer zwischen albern und wir weinen gleich alle. Kingbrot sagt, Gott, wie bist du, ist kleiner als 3. Good wipes only, Alter. Was? Okay, nein. Hier sind nur gute Vibes, Mann. Nur gute Vibes. Okay. Jetzt. Nein. Ich lauf weg von dem. Er verfolgt mich, oder? Oh nein. Sie haben mich. Nein, da ist eine Sackgasse. Wie soll ich... Oh, ich bin vorbeigekommen. Run, Forest, run. Okay. Ich habe nur noch 2 Schuss. Na, da kommt schon... Wie? How it is possible? Hier lang? So weit war ich noch nie. Ist das... Das sind Bäume. Ich habe... Okay, wir schaffen das. Es ist ganz einfach. Das könnte man mal zocken. Ich hab noch einiges auf der Liste im Channel auf meinem Discord, aber ich weiß nicht. Bin da mal im Lurk. Deine Diabetes-Story mit den Füßen hat mir Angst gemacht. Dieses Spiel nicht? Okay. Danke für den Lurk. Bis zum nächsten Mal, wenn du wieder im Chat bist. Danke, dass du da warst. Es war mir ein inneres Blumenpflücken. Du bist mega gute Unterhaltung. Das hoffe ich doch. Das ist alles, was ich hier tue. Okay. Ich lasse sie erstmal vorbeigehen. Wir können ja mal ein bisschen Ammunition sparen. Oder ich gehe erst zum Key. Der ist hängen geblieben. Okay, er bewegt sich wieder.
Hier schnell nach links, oder? Ja. Dann hier nach rechts. Schnell den Key holen. Dann alle abknallen. Key. Dann zurück. Kommt einer? Nein. Ammunition holen. Dann hier durchrushen. Oh mein Gott. Wir sind Profis geworden. Okay, weglaufen, 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 weglaufen. Bin nun auch im Lurk. Okay. Viel Spaß bei deiner Runde Tarkov, Rudi. Ich wünsche dir alles Glück der Welt, dass du alle töten wirst. Alle. Alle. Bin auch ein bisschen enttäuscht, wenn du nicht alle tötest, ja? Also fühl dich nicht unter Druck gesetzt. Danke, dass du da warst, Brudi. Ich habe mich entschieden, wenn Tunnels, der Time-Traveling-Clown, dafür zuständig ist, was hier passiert, glaube ich niemandem mehr, der mir Eis anbietet. Du solltest sowieso niemandem vertrauen, der dir Eis anbietet. Pass auf dich auf, Aki. Okay. Wie soll ich hier durchkommen? Ich brauche meine Ammo. Können die bitte alle wieder abhauen? Guten Abend, Jesse, was geht? Willkommen im Multistream. Schön, dass du eingeschaltet hast. How is this possible? Okay, jetzt. Ja, da kommt einer auf mich zu. Okay, den knall ich ab. Nein, ich hab nicht getroffen, das ist so dumm. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh oh, oh oh, oh oh. Nein, 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 nein. Okay, aber er lässt von mir ab. Der eine hat mich einmal geschlagen, Nein. Nein. Nein, 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 nein. Hier nach rechts. Nein. Wie? Es sah so gut aus am Anfang. Du hast mir Eis angeboten. Was verheimlichst du? Darüber reden wir hier nicht. Du bist noch immer da. Ich bin noch immer da. Wie soll ich das schaffen? Ich bin seit 30 Minuten am Stream. Ich bin noch immer da. Ja. Aber ich musste auch zwischendurch 100.000 Hampelmänner machen, ja? Und kein weniger. Okay. Ein weiterer Try. Ein weiteres Labyrinth. Es kommt mir vor, als wenn das Labyrinth immer dasselbe wäre. Aber ich glaube, das ist nur eine Einbildung. So. Oder muss ich erstmal ein paar abknallen? Jetzt habe ich ja noch all meine Ammunition. Jetzt brauche ich die ja hier mal. Da liegt auch Ammunition. Da vorne liegt auch Ammunition. So wenig gibt es gar nicht davon. Oh mein Gott. Jetzt hier lang. Oder? Nee, das ist doch ein Feuer gewesen. Okay, ich... Ich bin mir halt unsicher, ob die begrenzt sind oder ob sie einfach unendlich spawnen, wenn ich hier durchlaufe. Wie soll ich das schaffen? Verzweiflung. Ja, wir haben eine Gun. Soll ich es vielleicht mal... Ne, es hat ja bis zum Key ganz gut funktioniert. Ich dachte gerade vielleicht ohne Key ausprobieren. Da kommt direkt einer. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Er kommt hinterher. Ich wurde hier durchgebackt. Warmer sagt, balle neben dem Money alle ab. Nimm Money und balle weiter. Ich wurde durchgebackt. Ich wurde durchgebackt. Oh mein Gott. Ja. Easy. Habe ich den Schlüssel aufgehoben?
Habe ich den Schlüssel noch nicht aufgehoben gehabt? Nein! Nein! Baller neben der Muni alle ab. Nehmen Muni und baller weiter. Ja, ja, ich weiß, ich kenne dabei bis jetzt nur zwei Spots von Munition. Oh nein, ich hab keinen. Bitte lass mich rein. Was steht da? Ich, ja, egal, ich lese gleich. Da stand, meine große Giraffe kommt da nicht rüber. Oh nein, aber jetzt kann ich den Weg zurücklaufen. Man muss irgendwie hier dann so lang. Und dann wahrscheinlich den Weg hier. War ich hier nicht schon? Oh oh, das sind zu viele. F. Okay. Aber es ist möglich. Es ist gar nicht so weit. Es ist gar nicht so weit. Ich schaff das jetzt, ja? Hätte er mich nicht nach dem Schlüssel durchbuggen können? Soll ich mich absichtlich durchbuggen? Aber das wäre gegen die Regeln. Dein großer Giraffe dahinter kommt da nicht rüber. Das ist natürlich true. Der Bubble Bounce Arsch. Bubble, 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 Bubble. Okay. Weg mit dir. Wo ist er? Da. Okay. Oh oh. Oh oh. Okay, ich gehe hier hin. Lol, das funktioniert wirklich. Oh! Ah! Nein, nein, nein! Oh mein Gott, er ist geplatzt, ja. Nein, 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 ich verkack's, obwohl ich mich. Okay, der hat keinen Bock mehr auf mich. Okay, okay, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Das gehört alles zum Spiel, Leute. Bitte glaubt mir. It's locked. There's gotta be a gate key around here. And my tall... Hatte ich den Schlüssel eben schon auf dem Rücken oder war ich wirklich ohne Schlüssel hier? Ach so, hier ist noch ein Schlüssel. Oh nein. Gesundheit, Aki. Gesundheit. Ich brauche einen anderen Schlüssel. Was tue ich? Was ist los mit mir? Bitte helfen Sie mir. Bitte helfen Sie mir. Ich bin in Gefahr. Ich bin auf der Tastatur hängen geblieben. Oh mein Gott. Ich war mit Schlüssel da. Wieso gibt es denn noch einen Schlüssel? Oh nein. Egal. Ist langsam wird's. Wir kommen weiter. Lernkurve ist flach, aber es ist eine Kurve. Es ist doch nicht schwer genug. Was? Es ist schwer genug. Aua. Ah, nein, nein, nein. Oh, Ammunition, ich brauche Ammunition. Ammunition, Ammunition. Okay, erstmal den Key. Oder muss ich nochmal... Kann ich nur einen Key... Ich hoffe, ich kann zwei überhaupt tragen. Ansonsten wäre das echt schade. Weil da muss ich ja erst den anderen Key holen und dann nochmal zurückkommen und dann zum Tor. Aber egal, ich werde besser. Ich werde schon besser. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Und noch einmal. Das meinte, glaube ich, Luke damit, wo er mich geschrieben hat, er möchte mich gerne bei diesem Spiel leiden sehen. Denn ich habe mich gefragt, wo leidet man denn hier? Außer was die Geschichte betrifft.
Und das Portal, die 2-Minuten-Portal. Oh, der Key. Noch einer, komm mal her. Okay, ja. Dann Ammunition holen. Da ist er direkt, da ist er. Oh, dreh dich. Oh. Okay. Dann hier jetzt irgendwie lang, oder? Nein, hier geht's nicht weiter. Hier lang. Dann wahrscheinlich ist es irgendwo hier. Nein, ich komm. Egal, ich hab Ammunition neben mir. Kann ich die hier durch abknallen? Ey, komm mal her. Du da. Nicht zu viel auf einmal. Oh, es kommen echt viele. Oh oh. Ja, Ammunition. Ja. Es ist mir viel zu spannend, das Spiel. Aber wo soll denn... Ich hab nicht getroffen. Wo soll denn der andere... Da ist der andere Key. Take the gate key. Okay, und jetzt? Ich hab beide Keys! Ich hab beide Keys! Und ich hab nur noch einen Schuss! Und ich komm hier nicht weg! Nein! Nein, 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 nein! Geh weg von mir! Nein! Nein, 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 nein! Lauf, 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 lauf! Lauf! Oh mein Gott! Hier? Ja! Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Ja! Ja! Leute, wir kommen heute noch weiter! Könnt ihr euch das vorstellen? Das war echt spannend. Dieses Spiel, diese Gefühle. Hat's gerade abgespeichert, ich hoffe. Ich bin hier. Ich bin hier an der abstrakten Kunst. Auf dieser Couch, Leute. Hier ist es passiert. Okay, ich bin hier. Dann schauen wir uns mal um in dem Haus. Pass auf dich auf. Ich pass auf mich auf, Mann. Ich sag immer, pass auf dich auf, pass dich nicht an. Bildungsauftrag erfüllt. Nein, nicht Love. Eine große Liebe. Aber sie war noch nie ein... Die ist ja, die hat einen viel größeren Kopf als ich. Er war von Anfang an ein Fake. Zumindest wissen wir jetzt, dass niemand geschlachtet wurde. Sie wurde nicht umgebracht. Sie ist von Anfang an eine Attrappe gewesen. Unsere große Liebe war ein Fake, Leute. So fühlt sich das an. So fühlt sich das an. Okay. I can feel a strong force behind this wall. I can feel a strong force behind this wall. So haben wir den gesprochen. Oder ich bin sehr klein, das kann natürlich auch sein. Aber... I can feel a strong force behind this wall. Vielleicht war sie auch einfach groß. Das kann nicht sein. Sie hat sich umgedreht. Was passieren hier für Dinge? Denke ich... Was möchte das Spiel von mir? Was? Jetzt ist die Tür hier zu. Obwohl, ich kann durchgehen. Das ist mit uns passiert. Aus dem Kamin kommt Weinen.
Tunnels? Bist du's? Was passiert hier? Ich weiß nicht, ob ich... Okay, ich take die Roses. Ich hab meine Rosen zurück. Für Love. Ah nee, das kommt von hier. Es hat sich so angehört, als wenn es aus dem Kamin kommen würde. Aber es springt doch die ganze Zeit von rechts nach links, der Sound. Nein, 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 Leute, das ist gar nicht gruselig. Sie weint. Love weint. Love? Oi. I can't move. Love? Okay. Es war, ich hab, selbst bei sowas erschrecke, ich hab einen ganz kleinen Mikroerschrecker. Obwohl es eigentlich ganz, gar, überhaupt gar nicht gruselig ist. Okay. Dann gehen wir mal in das Bild. Okay, mir passiert nichts. Dann gehe ich hier hin. Passiert nichts. Okay. Set on fire. Ne, ich gehe erstmal wieder zurück. Oder? Ne, ich setze mich an dem Feuer. Okay. Es ist jetzt hier angegangen. Ich setze mich ans Feuer. Ach so. Die Blumen on fire. Das wird ja auch Sid stehen. Englisch-Profi. Englisch 1, Leute. Hier, nimm die brennenden Rosen. Zünd dich an. Okay, dann nicht. Ah, ich hab mir schon gedacht, dass man irgendwas mit den Dingern machen muss. Warum sollten die sonst hier stehen? Okay. Feuerstäbe in einer Holzhütte anbrennen? Immer eine gute Idee. Empfehle ich auch jedem von euch. Es wird schon wieder geweint. Ich habe keine Ammo mehr auf meiner Knarre. Ich hoffe, es passiert jetzt nichts. Die Musik wird so spannend. Okay, wir laufen einfach straight durch. Wir haben keine Angst. Wir sind Macher. Wir müssen aus dieser Welt raus. Wir haben nicht unsere Liebe gefunden. Aber wir haben auf dem Weg einen Freund gefunden. Tunnels. Der Time-Traveling Clown. Wir müssen zurück zu unserem Freund. Er ist auch hier irgendwo gefangen. Nee, Doggo ist hier gefangen. Was haben wir mit Tunnels nochmal? Tunnels hat uns nun hier zurückgeholt, oder? Aber Tunnels kann doch die ganze Zeit durch die Zeit reisen. Warum macht er denn nicht das? Warum holt er Doggo nicht zurück? Wieder ein Ball. Die letzten zwei Bälle habe ich auch schon verloren. Ich traue mich nicht mehr an den Ball. Wir lassen den Ball einfach da, wo er ist. Ich habe den Ball jetzt nicht benutzt. Oder zu viel Adrenalin. Final Save Point. Stand das da? Okay. Erstmal die Gegend erkundschaften. Der finale Save Point? Und was passiert, wenn ich jetzt auf dem Weg sterbe? Wie lange ist das Spiel vorbei oder wie? Was? Was?
Was ist das denn für einer? Ich muss hier weg. Wo muss ich lang? Wo muss ich lang? Aua! Da ist was auf dem Boden. Ammunition. Okay, ich muss ihn abknallen. Ist das das Monster? Weg mit dir. Okay, das ist noch mehr Ammo. Die hebe ich noch nicht auf. Weg mit dir. Okay, schnell wieder Ammo holen. Da rechts ist direkt wieder welche. Was? Ich höre ihn da irgendwo. Das erinnert mich an die eine Minecraft-Map, die wir damals gemacht haben. Ja, ich habe früher damals einen Minecraft-Server und da hatten wir auch ein paar Spielmodis gehabt und wir hatten einen Arena-Modus und da hatten wir Nachtsichttränke, weil wir das als coole Idee fanden, wenn man sich in der Arena nicht wirklich sehen kann und dass man sich dann suchen muss, weil das dann so spannend ist. Oh, nein, nein, nein! Oh, ich muss nochmal machen. Weil es dann... Also man ist in die Arena reingekommen, hat direkt halt den Trank auf den Kopf bekommen und dann konnte man nicht sehen und das hat mega Spaß gemacht, in der Arena PvP zu machen. 1 gegen 1. Aber nur kurze Minecraft-Anekdote hier am Rande. Minecraft.net, der beste Server auf der Welt. Die Website ist gerade nicht online. Minecraft.com, die beste IP eines Servers der Welt. Das ist noch online. Ich bin jetzt wieder im Park, ja. Okay, das ist wahrscheinlich unsere letzte Prüfung, wenn da stand Final Save Point. Krass. Das war's denn schon? Aber es geht ja eigentlich nicht, dass es dann war's. Das ist das dann wahr. Weil wir müssen doch noch herausfinden, was mit Tunnels und der Zeit ist und allem anderen. Lauf, Giraffe, lauf, Giraffe. Wo war die Ammo? Da. Hab ich sie? Hä? Da war doch gerade noch... Sehe ich Dinge, die nicht da sind? Nein, 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 nein. Was ist mit meiner Ammunition? Akifuchs die ist sagt, einfach du musst die Waffe ziehen. Ach so, ich muss sie ziehen. Okay, okay. Lol. Ich knall dich ab. Hä? Ich hab doch eben viel besser. Hä, der war doch eben nach 3 Schüssen tot. Muss ich ihn direkt auf den roten Punkt treffen? Oder, nee, die Zeit ist einfach abgelaufen. Okay, nach einer Zeit wird das geändert. Ich hab nur noch ein Leben, das wird doch nix. Irgendwo Ammunition, bitte? Vielleicht? Irgendwo? Irgendwo? Da. Okay, ich schaff das. Das macht mir jedes Mal so Angst. Ich habe auch das Labyrinth geschafft. Und das ohne Backen. Jetzt schaffe ich auch das. Beruhigen. Okay. Ich benutze jetzt diesen blöden Ball. Cooler Ball. Jetzt kann er auch mal nicht runterfallen. Oder? Kriege ich ihn irgendwie runter? Ist da irgendwo eine Lücke oder so? Nee. Nee, der Ball ist einfach Ball. Diesmal darf man mit dem Ball mal Spaß haben. Aber ich hatte jetzt genug Spaß mit dem Ball. Es geht zurück zu dem lustigen Monster. Okay. Ach, ich hab schon Waffe. Ich hab schon Ammunition, hä? Weg hier. Ja, das war blöd jetzt. Vielleicht muss ich ein bisschen mehr Distanz zu dem Ding wahren. Okay. Ich hatte die ganze Zeit schon Ammunition. Ich dachte, ich muss erst welche aufheben, weil ich keine habe, weil... Wo soll die herkommen? Ich habe doch nie welche aufgehoben. Oder?
Ich habe keine Ahnung mehr. Ich vergesse alles nach 3 Sekunden. Okay. Ach, ich okay, ich habe Omination. Weg erstmal. Erstmal weglaufen. Distanz wahren. Oh, diese Bäume. Ich komme gar nicht so weit weg von dem. Ich habe das Gefühl, der kommt mir immer näher. Nee, ich muss mich umdrehen, ich muss ihn abknallen. Aua, das war blöd. Wow. Wow. Weg mit dir. Er wird auch nicht langsamer, wenn man ihn abknallt. Ah! Was ist das bitte für ein Ding? Und weiterlaufen. Ammonation. Ich habe noch ein Herz. Ach, nicht schon wieder. Es wird weiß. Er haut erstmal ab. Phase 2. Wo ist er? Sobald er vor mir ist, werde ich schießen. Ja. Weg mit dir! Raus da von meinem Rasen! Okay. Lauf, 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 lauf. Er hat viele Hits kassiert. Kann ich hier mit den Bäumen... Okay, okay. Die Bäume vielleicht auch da um ihn. Ich laufe jetzt hinter diesem lustigen Baum. Nee, der geht da durch, oder? Ich drehe mich. Beim nächsten Schlag drehe ich mich. Jetzt. Weg mit... Er steckt trotzdem. Mann, ich habe ihn doch getroffen. Aber es sah schon besser aus. Wie viele Hits braucht er denn bitte? 20? Ja. Weiter geht's. Zum Glück darf man reviven. Das wäre doch mal ein lustiges Spiel als No-Death-Run, oder? Wollen wir mal No-Death-Run machen? Okay. Wer nimmt diese Herausforderung an? Bitte nicht! Ah, da ist er wieder. Waffe raus, schießen. Schön in sein rotes Loch. Oh nein, er ist genau hinter mir. Oh, oh, aua. Ja, das war blöd. Das sah auch ein bisschen buggy aus. Ich werde es aber heute schaffen, hoffe ich. Es ist 19.20 Uhr. Aber wenn Aso nicht in den Stream kommt und ich schreibe, dann bin ich frei. Luke ist gerade auf einer Demonstration. Ich hoffe, der zeigt den Leuten auf der Demonstration meinen Stream. Das ist nämlich hier sehr bildend und sehr demonstrativ, dieser Stream. Krass, er ist momentan viel auf Demos, ne? Ich habe schon gesehen, dass er letztens was in sein Instagram gepostet hat. Der setzt sich für seine Ziele ein, Leute. Und ein weiterer Try. Ich schieße jetzt wieder direkt. Weg mit dir. So. Laufen. Alle 8 Hits. Ah, wow, ich verkack trotzdem. Alle 8 Hits schön in seinen Bauch rein. Aber vielleicht ist das Monster auch nur unverstanden und verletzt. Vielleicht will es eigentlich unsere Liebe haben. Vielleicht müssen wir es in den Arm nehmen. Komm, komm, ja. Okay, ich warte jetzt auf Phase 2. Was war das? Ach, der hat so Tentakel am Rücken. Ah, da, das Ammo. Okay, ich brauche nicht auf Phase 2 warten. Und drehen. Warum werde ich immer weggeportet? Okay, finde ich jetzt irgendwo da.
Muss ich ihm vielleicht in den Rücken schießen? Aber wie soll ich das dann machen? Es wäre cool, wenn ich gleich hinter ihm auftauchen würde. Um ihn in den Tentakel zu schießen. I'm going to have to put on my fucking double seeing glasses. Bei dem Spiel ist das so glücklich so schlimm. Danke, Dweber, dafür. Aber ich sehe doch, das alles sind sehr große Objekte. Der will mich pranken. Der will mich einfach pranken. Nein. Okay. Oh mein Gott, er kommt näher. Ich muss gleich direkt schießen, ich habe noch 2 Herzen. Ja? Jetzt! Und lauf! Schwarze Phase, wir sind in der 3. Phase angelangt. Schnell Ammunition. Okay. Er sollte gleich vor uns auftauchen. Ich höre ihn. Ja, der Baum ist zwischen uns. Er ist echt schnell. Wo bist du? Da ist er, oder? Ich sehe Umrisse. Weg mit dir! Und weglaufen, das ist Ammunition! Oh mein Gott, er ist schnell geworden, dreh dich um, schieß! Nein, ich hab's gespürt, das war bestimmt ganz nah. Ich bin nur am Rumschreien bei dem Spiel. Im Internet steht, der Boss braucht 73 Bullets. 10 Magazine. Das fand der Entwickler sehr lustig, oder? Wirklich? Das würde nur komische Leute anziehen, wenn Luke den auf einer Demo zeigt. Weiß nicht. Keine Ahnung. Ich weiß halt gar nicht, wogegen er oder wofür er demonstriert. Wie soll ich das denn machen? Der ging daneben. Den darf ich mich am Anfang ja gar nicht treffen lassen. Ist hier Ammo eigentlich random? Habt ihr drauf aufgepasst? Ich habe nämlich nicht drauf aufgepasst. Oder war die immer an derselben Stelle? Ich laufe einfach mal am Rand entlang. Da ist Ammo. Und schnell umdrehen. Und weiter. Das waren schon mal 14. Nächste Phase. Da ist Ammunition. Ich habe aber kaum noch Angst vor dem. Ich habe den Respekt verloren. Vor diesem Ungeheuer. Okay, lauf. Das waren nochmal 8. Wir sind bei 22. Ist möglich. Und ich habe noch alle Herzen. Ich dachte, da wäre Ammo. Ammonation. In dem Spiel darf ich aber gar nicht in den Chat gucken. Ich muss hochkonzentriert sein.
Ich drehe mich gleich, wenn er schlägt. Jetzt. Weiter, 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 weiter. Da ist direkt das nächste Paar. Ich bin dran vorbeigelaufen. Ach, schade. Kifuchs sagt, ich glaub an derselben Stelle. Ja? Ich hab mir trotzdem nicht gemerkt, wo. Ich bin komplett verwirrt hier. Okay, wo ist er? Er hat mich geschlagen, schon einmal. Scheiße. Egal, wir haben ein Herz nur verloren. Das ist ja okay. Das ist ja voll okay. Er wird aber wirklich schneller. Und weiter. Ich brauche schnell das nächste Paar. Immer schön an den Bäumen entlang. Nein, 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 nein. Nein, nein, oh. Ah, beim Teleport gestorben. Oh. Es ist möglich. Schwerer als jeder World of Warcraft Boss hier, Leute. Ich muss schon lange gar nicht mehr meine Brille aushaben, ne? Dann kann ich auch den Chat wieder richtig lesen. Man muss nicht auf alten Mann machen. Peng, Peng, wo bist du? 4, 5, 6, 7, 8. Einer ging wieder daneben. Und ich wurde diesmal gehittet, schade. Lauf, lauf, lauf. Ah, er ist sehr nah. Ich muss gleich direkt loslaufen. Und weiter. Das ist mein Raidwecker gewesen. Es geht voran. Aber in Phase 3 ist er so schnell. Ja, ich hatte gerade kurz Angst. Weiter, weiter, weiter. Nächste Phase. Ihr war immer hier, oder? Ihr war doch jedes Mal auf der, an der Stelle. Amor. Er hat mich schon gefunden! Oh mein Gott. Egal, das ist kein Problem. Wir können einfach weiterlaufen. Rechts. Okay. Einmal im Kreis laufen. Okay, 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 komm. Ist es nicht immer an derselben Stelle? Es gibt so. Wahrscheinlich gibt es ein paar Spawnpunkte. Und weiter. Nice. Die nächsten. Schlag mal. Okay. Nächste Phase. Vier Herzen. Hallo, was geht, Patrick? Guten Abend. Schön, dass du wieder da bist, Brudi. Brudi. Ich nenne jetzt jeden Brudi hier. Ihr seid alle meine Brudis. Müsst ihr mit klarkommen. Guten Abend, Mann. Schön, dass du wieder da bist. Wir spielen gerade Lukes Spiel weiter. Es ist... genauso verrückt und genauso... Naja, es wurde jetzt schwer. Aber es ist genauso verrückt wie gestern. Aber ich bin, glaube ich, am Endbosskampf. Ich hoffe, danach werden wir endlich rausfinden, was es mit Tunnels und Doggo und so auf sich hat. Weg mit dir! Okay, lauf, 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 lauf. Da ist Ammunition. Ah! Oh, knapp, 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 knapp.
Ich drehe mich. Nein, nein, ich treffe ihn nicht. Nächste Phase. Keine Muni mehr. Da rechts ist Muni. Habt ihr mitgezählt, wie viel ich schon getroffen habe? Im Internet steht, sagt Araki zumindest, steht, dass man 73 Hits auf dem Ding braucht. Wer wäre direkt Ammo gleich? Okay, jetzt hier rum? Nein, er trifft mich, er trifft mich. Er ist zu schnell. Gib mir das. Ich dreh mich gleich, ich dreh mich gleich. Jetzt! Jetzt, jetzt, jetzt! Nein! Ich hab nicht getroffen. Ich bin aber wieder weitergekommen als beim letzten Mal. Guck mal, ich habe jetzt ein sowas. Das ist ein Ding. Da kann man hier HDMI reintun. Und dann kann man das so anschließen, damit das Kabel nicht knickt. Und so. Und für die Orte, wo man nicht so viel Platz hat. Cool, oder? Okay, das liegt hier einfach. Ich habe das gerade hier vorne entdeckt. Ich wusste nicht, dass ich das da hingelegt habe, über die Tastatur. Nächster Try. Das ist wie ein World of Warcraft-Boss, Leute. Immer weitermachen. Immer weiter. Bis man ihn legt. Treffe ich jetzt mal alle? Ja, alle getroffen. 8 von 8. Diesmal versuche ich mich gar nicht hitten zu lassen. Ich weiß ja, dass der Baum hier hinten durchgehbar ist. Also, dass man hinter dem Baum entlanglaufen kann. Hier. Oder nee, das war da noch nicht. Bei dem meinte ich. Wow. Ja, weiß ich, Leute. Weiß ich. Hat trotzdem nicht geholfen. Jetzt wurde ich schon zweimal Oh mein Gott. Nein, das war der Baum. Und weg. Direkt neue Ammunition. Das sieht mal wieder gar nicht gut aus. Warum schlägt er mich? Ich habe ihn doch gehittet gehabt. Howdy, howdy Alfing, was geht? Guten Abend. Schön, dass du da bist. Bin von der Demo zurück. Wie war's? Worum ging's? Ich hab in deinem Instagram gesehen, dass du bist momentan öfters auf Demos, oder? Ich bin bei diesem lustigen Boss hier. Wir haben vielleicht schon ein paar Tries gebraucht. Demo gegen den Nazi-Heilpraktiker Henning Pless. Okay. Okay. Da bin ich nicht im Bilde. Ich glaube, da möchte ich auch nicht im Bilde sein. Ah! Denn ich mag es nicht, wenn man etwas gegen jemanden macht. Man sollte jedem Menschen, egal wem, jedem Menschen die Hand reichen. Aber das ist meine Meinung und ihr habt eure Meinung. Das ist ja das Gute an der Welt. Dass wir alle so verschieden sind. Vier, fünf, sechs, sieben, acht. Menschen ausschließen mag ich nämlich nicht. Egal wen. Egal, was sie getan haben. Menschen einschließen, das könnte man machen. Zumindest bei Mord. Weil das ist wirklich grausam und unverzeihbar. Auch wenn die Leute Gründe haben, das ist unverzeihbar. Oh mein Gott! Bam, 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 bam!
Ich hab wieder nur zwei Herzen, Mann! Wie viele Stunden werde ich diesen Boss versuchen? Ihr könnt Wetten abgeben, Leute. Waren viele und laut, aber dieser Mensch machte was gegen dich, also musst du gegen sie sein. Nee. Das ist das Intoleranzparadoxon. Keine Toleranz für Intoleranz. Ja, aber das ist ja ein Widerspruch direkt in sich. Wo ist er? Da ist er! Okay. Hey! Deswegen Paradoxon, ja, das habe ich auch, ja. Deswegen Paradoxon, aber da, okay. Jeder, ihr mag. Ihr mögen hier, in meinem Stream zumindest, jeden. Jeden Einzelnen auf diesem Planeten. Respect for everyone. Das kann... Das ist eine Unterstellung, aber ist okay. Ist okay. Das nehme ich einfach so an. Acht von acht Hits, Leute. Acht von acht Hits, das wird eine gute Runde. Das wird eine gute Runde. Ich bin der Meinung, Probleme löst man anders, aber ist ja auch egal. Es gibt einen super Song zu dem, also der, die Denkweise zumindest. Gut thematisiert. Der gute neue KIZ-Song namens Frieden. Ein sehr guter Song. Ich habe tatsächlich auch ein bisschen heute mit meiner Therapeutin über das Thema gesprochen. War sehr schön. Ich habe auch psychologische Unterstützung. Also, damit möchte ich sagen... Ah, nein! Psychologische Bestätigung, das war das Wort, was ich gesucht habe. Für meine Meinung. Weiter geht's. Drei Herzen. Oh nein. Oh nein. Weiter. Es wird besser. 73 Bullets braucht das Ding. Hat das schon mal jemand durchgespielt? Ich hätte übrigens nicht gedacht, dass dieses Spiel so lang ist. Ich habe so reingekackt ganz oft. Aber ja, hätte ich auch nicht gedacht. Aber es muss immer noch aufgeklärt werden, was mit Tunnels ist. Und Doggo. Gleich kommt er. Okay, erstmal laufen. Nein, er ist zu nah, Pain. Einfach nur Pain. Ah. Diese Dimension gefällt mir ganz und gar nicht. Ich hoffe auch, das ist der Endboss und nicht irgendwie ein Zwischenboss oder so.
Was möchte das Spiel von mir? Das Labyrinth war schon zu krass. Obwohl, das Labyrinth ging eigentlich, als ich es ein paar Mal probiert habe. Aber es war zu krass. Das ist auch nicht gut für beide Derfte hier. Ich bin schon ganz aufgeregt. Acht von acht. Okay, ich konzentriere mich wieder. Ammonation? Irgendwo Ammonation? Ammonation? Can you please give me a bit Ammonation? I am under the water. Nein, du greifst mich nicht an. Du kriegst Schüsse in deinen Bauch. 16? Oh, noch die Ammo bekommen. Nächste Runde. Da ist direkt wieder welche. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 24. Das ist eine richtig gute Runde. Der ging daneben. Zwei ging daneben. 30. Das ist gerade mal die Hälfte. Gib mir das Ding, gib mir das Ding. Ich dreh mich gleich. Jetzt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 in seinem Bauch. 38. 38, 38. So weit war ich noch nicht. Hinter dem Baum. Gleich dreh ich mich wieder. Gleich ist, glaube ich, Phasenwechsel. Das wird. Jetzt. 2 Hits nochmal. 40. 40. Wo bist du? Ja? 2, 3, 4, 5, 6, 46. Zurücklaufen. Ammunition holen. 46. Oh mein Gott, wir sind so nah. Ich dreh mich gleich, ich hab so Angst, ich bin so aufgeregt. Jetzt! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 54! Das Spiel ist hardcore. Gib mir die Ammo. Scheiße. Aber egal, die Phase ist gut. Wo waren wir? 54, oder? Ich habe 2 Herzen verloren. Er wird auch nicht einfacher. Da ist rechts gleich wieder Ammunition. Wo bist du? Da! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 62! Nur noch 2 Max! Nein, nur noch eine! Nein! Go, Giraffenmoti, go! Ich weiß, was Lustiges ist. 38. 24. Letztens kam jemand in meinen Stream und meinte, dass er SpongeBob, also dass jemand anderes, den ich kenne, sich SpongeBob nicht mag. Da muss ich erstmal einen Rant machen. Das muss ich auch noch irgendwie als Short schneiden. Glaubt ihr, das wird ein gutes Short? Wenn man SpongeBob verteidigt. Ich glaube, ich habe gute Worte dafür gefunden gehabt, oder? Ah. Oh, Bubble Party, die haben wir uns auch jetzt. Die brauchen wir jetzt auch.
Es war so knapp. Spuren wir mal hier zu Hook, ja? Das ist unsere Partymusik jetzt. Ah, wie kann das denn sein? Wir brauchen ein bisschen gute Laune, Leute. Hörnchen kommt direkt vorbei. Bubbles? Das Bubblewasser gibt es. Okay, da. Bubble Party! Yeah! Bubble Party! Wieder ein bisschen Spaß. Wieder ein bisschen Freude ins Leben bringen. Mit der Kraft der Bubble schaffen wir es bestimmt diesmal. Warum konnte das nicht einfach klappen? Okay, weiter. Weiter geht's. Meine Seele verlässt mich. Das ist so krass, dieses Spiel. Ich war aber auch aufgeregt. Warum musste er mich auf einmal besiegen? Ich bin zu nervös geworden. Ich krieg mich aber auch nicht mehr runter. Ich bin so aufgeladen gerade. Frieden. Achso, die Musik muss wieder ausgemacht werden. So. Na klar sind wir für Frieden, aber erst müssen wir gewinnen. Ach scheiße. Oh mein Gott! Hörnchen, was soll das? Hörnchen hat gerade einfach den Monitor komplett umgeboxt. Zum Glück habe ich Reaktionszeiten wie ein Moti. What the fuck? Oh mein Gott, das hat er noch nie gemacht. Der Monitor wäre vielleicht gestorben jetzt. Oh mein Gott. Alles wieder gut hier. Der Monitor startet ein bisschen anders. Hörnchen hat die Seifenblasen gejagt und hat dabei den Monitor umgeboxt. Bin ich in der Mitte? Okay. Frech, dieses Katzending. Frech einfach. Hörnchen, willst du ein paar Bubbles haben? Ein paar Bubbles für Hörnchen? Bitte. Hab Spaß damit, aber bitte nicht auf meinem Schreibtisch. Hilfe. Mehr Spaß. Der Süßi. Er hat Spaß. Wie lange machst du heute? Eigentlich, also ich habe Aso geschrieben. Ich glaube, die brauchen mich im Raid nicht, weil ich habe ihn geschrieben, wenn die mich brauchen, sollen er mir schreiben. Aber es sieht nicht so aus. Ich guck mal kurz im Discord, wie das da aussieht. Es gab auch noch keine Aufstellung. Dann ist heute wohl kein Raid. Oder? Doch, da ist noch. Ne, ist keine Aufstellung. Kingbrot sagt, Kalzifer sieht man nicht richtig bei Bissam. Kalzifer ist ein wichtiger Typ, Mann. Das ist halt... Ich kann auch den ganzen Monitor verschieben, so. So, Leute. Kalzifer ist im Bild, ja? Zur Beruhigung, das Beruhigungsfeuer. Ich hoffe, ihr seid jetzt glücklich. So. Einfach den ganzen Monitor verschieben. Ja, ich glaube, es ist kein Raid. Ich kann heute machen, bis der Boss liegt. Und mal gucken. Ich habe dir pauschal schon mal Raid-Vorschläge geschickt. Danke dir. Das ist wirklich Ehrenmoderator. Frag mal einmal, ob er hilft und hilft direkt. Das ist wirklich gut. Es ist halt nur nicht so gut, wenn du nicht da bist. Du machst dich auch ziemlich wichtig hier.
Weil er muss sich auf einmal alleine klarkommen. Aber ich danke dir schon für deine Hilfe. Wenn das gut läuft, vielleicht habe ich dann noch ein, zwei mehr Aufgaben für dich. Wenn du magst. Aber das können wir ja noch besprechen. Weil das würde den Flow... Das würde dann halt den Flow verbessern im Stream. Wenn man dann ein bisschen Unterstützung bekommt. Aber fühl dich nicht aufgezwungen. Ich hab dir zwar den Moderator gegeben, aber fühl dich nicht gezwungen. Du kannst jederzeit kündigen, ja? Aber es wird mich freuen, wenn du es nicht tust. Nice, alle gehittet. Ah! Nein, der ist auf der anderen Seite des Baumes. Aber es sieht gut aus. Wir sind gleich bei 24 oder so. Ganz ruhig, in der Ruhe liegt die Kraft. Kalenderspruch des Tages. Ja, bam. Sieht gut aus. Es wird besser. 24 jetzt, oder? Hab ich am Anfang alle getroffen? Ich habe nicht mitgezählt. Machen wir einfach bei 24. Um einen groben Richtwert zu haben. Ja. Nee, der ging daneben. 31. Richtiger 31er. Komm, dreh dich. Die dunkle Phase mag ich gar nicht. Die dunkle Phase ist mir zu gruselig. Da ist er. Da. Oh nein, ich hab noch zwei. Ja, ich kann mich auch eigentlich öfter umdrehen. Ich habe immer nur so Angst. Ja, jetzt habe ich aber nicht weitergezählt. Naja. Jetzt wird's bestimmt was. Ja! Ah nein, aber jetzt ist er so nah. Was soll ich denn jetzt machen? Hä? Hä? Spring? Oh mein Gott, Spring bringt was? Hört er mich? Hört er meine Schuhe? Ja, Spring bringt auf jeden Fall was. Okay, wir haben die Phase überlebt. Ich habe nur noch ein Herz. Na, ob das was wird? Spring in die Freiheit. Da rechts ist Ammunition. Wo bist du? Wo bist du? Ich treffe nicht. Nein, nein, nein. Okay. Nächsten Try bestimmt. Nächsten Try bestimmt. Ein weiterer Try. Ein weiteres Leben. Ein weiteres Mal 73 Schüsse. 73 Stück einfach. Was wollen die von mir? Oh no, he dead. Nein, 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 nein. Wir sind voll dabei. Wir sind gar nicht gestorben. Ich bin das erste Mal hier. Ich hab's erwartet, hab mich trotzdem erschrocken. Please help me. Baum. Der sieht auch leicht dämonisch aus. Ganz leicht. Ah. Schade. Und weiter. Düdüp. Okay, wenn er sehr nah kommt, einfach springen. Ich vergesse immer, dass hier ist man überhaupt springen kann im Spiel, weil man das so wenig gebraucht hat.
Das Ammo. Ja. Irgendwie juckt das hier. Ich habe doch gar keinen Bart. Was kann denn da jucken? Oh nein. Da rechts. Nice. Ah! Schieß. Okay. Ah, nein, nein, nein. Was? Er ist im Rage-Modus. Warum macht er das? Ich muss meine Herzen für den Rage-Modus aufbewahren. Habe ich gut gemacht, oder? Mit meinen zwei Herzen, die ich noch hab. An dem Baum vorbei. Und drehen und schießen. Ich bin ein so präziser Scharfschütze, treffe deine Zahnlücke. Oh nein. Oh nein. Bitte. Hat der Pimmel als Hände? Ey, beleidige ihn nicht. Er hat schwere Komplexe deswegen. Er war richtig traurig. Und dann hat Tunnels ihm die Schuhe geschenkt, damit er laufen kann. Er ist ein bisschen blöd. Aber er ist liebenswert, ja? Nicht die Giraffe. Ach so, der Gegner. Das Golem-Ding hat er? Ja. Ah! Der ist auch ganz lieb. Er ist nur unverstanden verletzt, ja? Aber es kann sein, dass er Pebble als Hände hat. Die Giraffe hat Hufe. Das ist true. Das ist true. Und wir haben schwere Depressionen deswegen. Und weg hier. Ich glaube, wenn er schlägt, kann ich gut ausweichen, wenn ich springe. Jetzt drehen. Oh nein, nein, ich noch einen Schlag. Jetzt springen. Und drehen und schießen. Und. Nein. Warum macht. Ich habe ihn. Eigentlich, wenn ich ihn anschieße, bewegt er sich doch nicht mehr. Warum hat er sich jetzt bewegt? Das ist echt unfair. Ich dachte, ich schieße ihn so ein bisschen an, piu piu, und dann nehme ich die Ammunition, die neben mir lag, piu piu, und dann habe ich es geschafft, endlich. Das eine Mal war so knapp. Hättet ihr lieber Pimmel als Hände oder Hände als Pimmel? Was? Hätte ich lieber Pimmel als Hände oder Hände als Pimmel? Philosophische Frage, weiß ich nicht. Ich glaube, dann nehme ich leider den Pimmel als Hand. Weil sonst kann ich ja nichts mehr machen. Sonst bin ich ja so brauchbar wie eine Katze. Jadesul ist ausgefallen. Kannst du kurzfristig einspringen? Sehr ungerne eigentlich. Ich habe mich eigentlich damit jetzt abgefunden, dass ich dieses wunderbare Spiel zu Ende spielen kann. Habt ihr keinen anderen Ersatz? Da ist auf einmal der Asu um 20 Uhr aufgetaucht. Sehr ungern eigentlich, denn ich bin gerade mitten am Streamen. King Brot ist schon traurig direkt. King Brot weint. Wenn es keine andere Möglichkeit gibt, dann muss ich. Aber wenn ihr noch jemanden findet, dann werde ich mich freuen, weiter streamen zu können. Leute, die Arbeit ruft. So ist das, wenn man auf Bereitschaft ist. Der Chef ist im Chat.
Ha! Ich hab ihn ausgetrickst. Das war sehr gewagt von mir. Ich gucke noch mal. Okay. King, sorry, Mann, aber ich bin echt hier am Ende. Mod spannt ihn weg. Die wollen mich hier nicht gehen lassen, Asu. Komm. Und jetzt! Jetzt! Ja, ja. Und weg. Da ist gleich direkt wieder Ammunition. Oh mein Gott. Es sieht gut aus. Aber diesmal habe ich nicht mitgezählt. Nein! Geh weg von mir. Da hinten ist Ammo. Aber Phasenwechsel. Wieder dunkle Phase. Sind wir jetzt das zweite Mal in der dunklen Phase? Da ist Ammo. Das wäre auch falsch, das hat er dazu recht. Was macht man nicht hier? Sowas macht man nirgends. Gleich ist er soweit. Schön auf den Triggerknopf. Und weg. Oh mein Gott, er trifft mich. Meine Macht nutze ich nur, um King Brot zu scammen. Pflanz das bloß nicht wieder in seinen Kopf. King Brot hat vergessen, dass er gescammt wurde, okay? Aki wurde gescammt. Tatsächlich, fällt mir gerade ein. King Brot sagt, ach ja, stimmt. Nein, da ist nichts passiert. Hier wurde noch nie jemand gescammt. Weil Aki hat sich eigentlich das 10er-Paket gekauft, das Community-Paket. Und da ist eigentlich ein Abspann drin. Wie, ich wurde gescammt? Nein, ich meinte, du wurdest... Man sollte aufpassen, was man erzählt. Okay, Leute, ich muss offline gehen. Let's a try. Die Arbeit ruft, die Gilde braucht mich. Es tut mir leid, Leute. Aber ich bin halt auf Bereitschaft. Nein! Kingbrot sagt, Frechheit macht ihn weg bei Bissam. Ich töte ihn jetzt, ja? Ich töte ihn jetzt. Ich glaube, ich muss am Anfang so viel wie möglich in ihn reinballern. Weil er mit nach einer Zeit ja richtig schnell wird. Und richtig abfuckt wird. Da ist Ammo. Drehen. Schade, nicht getroffen, aber... 23. Nächste Phase. Hier war eigentlich immer links was, oder? Diesmal nicht. 23, da vorne ist Ammo. Einmal nicht getroffen. 30. Wieder Hälfte, Halbzeit. Ich hab 30 Mal getroffen. 30 Mal. Da links ist wieder was. Hinter dem Baum. Aua. Einer ging daneben. Ah, zwei ging daneben. 36. Oh, das wird doch wieder nichts. Doch, das wird was. 36. Zwei Herzen sind genug für einen Philipp. Warum nenne ich mich Philipp? Moti. Ich heiße nicht Philipp. Bitte glaub mir. Oh.
Ich könnte auch einfach sagen, für mich. Aber wo kämen wir denn hin, wenn wir als Streamer nicht in der dritten Person reden würden? Wo kämen Ding, wir dann sag, hin? Da sagt mein PayPal was anderes, D. Was? Was sagt dein PayPal? Dass du gescammt wurdest? Warum? Was ist denn jetzt schon wieder passiert? Hilfe! Es sieht sehr gut aus. Gib mir die Ammo. Nicht bekommen, aber... Ich hab noch 2 Herzen. Gib mir das. Da ist er! Oh, ich hab mich gerade so erschrocken. Nein! Letztes Herz! Gib mir Ammunition! Da ist Ammunition! Letztes Herz! Nein! Ich dreh mich um, ich schieß ihn ab! Noch ein Magazin! Das ist viel zu spannend! Pingbo sagt, da steht immer Philipp bei PayPal. D. Das Ammo! Beruhigen! Ich beruhig mich schon! Nein! Warum bin ich hängen geblieben? Der sagt mein PayPal was anderes. Achso, da steht immer Philipp bei PayPal. Ja, da steht mein Name. Dafür haben wir etwas, worauf wir uns beim nächsten Mal freuen können, würde ich sagen. Oder ich stream nachher nochmal. Und dann müsst ihr das einfach nie wieder ertragen. Aber dann wisst ihr niemals, was mit Talents passiert, ne? Wie machen wir das denn jetzt? Das war's denn jetzt. Wir sind sehr nah dran. Aber wir haben es noch nicht geschafft. Aber ich muss jetzt leider... mich verabschieden, Leute. Wer hat an der Uhr gedreht? Kingbrot sagt Scheiß auf Wow. Es ist schon so spät, Leute. Wenn Paulchen Panther vorbei ist, ist Paulchen Panther vorbei. Was soll man da machen? Stream morgen nochmal eine Stunde oder so. Schaffe ich das denn? Stimmt, ich könnte morgen nochmal streamen eine Stunde. Leute, ich bin morgen wieder da. Ihr habt Glück. Dadurch, dass ich es heute nicht geschafft habe, bin ich morgen wieder da. Mal schauen, ob ihr morgen da seid. Ja, Leute, geht nicht. Da bekomme ich perfekt zum Ende Piranha, oh mein Gott. Aber dafür kannst du jetzt das VOD gleich gucken. Ich werde das jetzt freischalten und hochladen und alles. Und dann kannst du das ja gucken. Es war heute wirklich insane und spannend. Nö, jetzt erst recht nicht. Leute, wenn ihr eingestappt seid, dann seid ihr eingestappt. Morgen ist aber wieder Demo. Leute, was soll ich machen? Okay, es war heute sehr spannend. Wir sind auf der falschen Szene. Es war heute sehr spannend. Es war sehr nah, nervenaufreibend. Und jetzt soll ich noch in den Raid gehen. Nach dem, was ich hier erlebt habe, bitte helfen Sie mir. Onisadol60, was geht? Schön, dass du da bist. Schön, dass du mich auch zu dir rufst. Und dann... ja, ich weiß nicht. Tschüss, Leute. Abruptes Ende. Manchmal ist das so. Ich muss doch jemanden raiden, darf ich nicht vergessen. Da hat Jägermeister Jesus mir ein paar rausgeschickt. Wir haben einmal Dorne TV und wir haben einmal Ingame Timeshow. Mal gucken, wer davon überhaupt noch online ist. Preparing your stream. Ich habe anscheinend Werbung von Twitch. Dann warten wir kurz. Die Werbung fuckt auch so ab, ne? Wir haben einmal den hier zur Auswahl, dann haben wir den. Muss ich jetzt nochmal Werbung gucken? Nee, oder? Komm, nehmen wir den zweiten. Der, keine Ahnung, wer das ist, wurde vom Moderator ausgewählt. Ich hoffe, er hat
heute mal wieder gute Arbeit geleistet und einen großartigen Menschen rausgesucht. Dann raide ich jetzt mal und sage Bye-bye, Leute. Seid kein Ei und beim nächsten Mal dabei. Vielen Dank fürs tatkräftige Zuschauen. Vielen Dank, dass ihr wieder alle dabei wart, Leute. Morgen 18 Uhr. Bis dann. Peace. Ich hab den Fehler schon wieder gemacht. Ich hab's die letzten 2 Tage geschafft. Warum mache ich heute den Fehler? Ich vergesse immer, dass es einen Timer gibt. Leute, tschüss. Peace. Bye, bye. Wir haben uns alle lieb. Piep, piep, piep. Bye, bye. Seid beim nächsten Mal